Moin Moin die Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder bei Bergmann und Söhne. Ja, heute habe ich Lukas mitgebracht, der hinter der Kamera ist. Und wie auf Instagram schon angekündigt, habe ich endlich das Fahrwerk bekommen von Odenthal Racing Service, also ORS Suspension. Ich bin mega gespannt, ich habe das Paket noch nicht aufgemacht. So, hier ist das Paket, ist natürlich ordentlich schwer, das Fahrwerk liegt so um die, weiß ich nicht, 20 Kilo oder so. Und dann habe ich hier in perfektionistischer Manier hier den Unterboden selber lackiert. Ist richtig schön geworden. Um Gottes Willen. Ja, aber dazu muss man sagen, man sieht den ja nur von unten und der ist unten drin. Also es ging mir nur darum, dass das schwarz ist und sonst würde das aussehen wie bei meinem 350er. Wisst ihr, wie das aussieht? Und es geht wirklich, das ist ja im Schatten, das ist ja dunkel, hier kommen noch Kleber drauf. Das sieht man ja nicht. Es geht mir wirklich nur darum, dass es schwarz ist. Sonst hätte ich das auch professionell machen können. Und ich habe hier ein kleines Paket noch zusätzlich bekommen von dem lieben Georg von 4 Custom Composites auf Instagram. Und guck dir das mal an. Ein paar goldene Titanschräubchen. Die werden heute verbaut. Und es wird einfach sexy aussehen. Ich freue mich. Aber gehen wir erstmal rein, weil hier ist kalt. Gucken wir uns mal die Gabel an, weil ich bin so gespannt. Und vor allem das Federbein. Das habe ich ja auch machen lassen. Hier, Bergmann und Söhne. Da, der KTM-Händler des Vertrauens. Falls ihr aus Hamburg kommt oder mal ein Anliegen habt, Jungs sind echt alle so nett, kennt ihr ja aber. Wir haben hier schon ein bisschen was aufgebaut. Moin Jungs! Wir waren ja eben schon drin, ne? Man muss ja nicht die Begrüßung nochmal faken. Immer so diese Fake-Begrüßungen in irgendwelchen Reportagen. Wir schrauben hier noch an einem ganz lustigen Auto rum. Ne, Jetski ist das, oder? Ein Jetski, ja. Und ja, genau, wir haben hier das Teil schon mal aufgebaut. Jetzt kann man das auch nochmal ein bisschen im Licht sehen. Sieht schon geil aus, oder? Du siehst es ja, jetzt das erste Mal. Im Licht sieht es sogar ein bisschen heller aus als in echt, würde ich sagen. Ja, hier. Und ich glaube, wenn die Sonne drauf scheint, wird es nochmal ein ganz anderes Level. Also das könnte schon richtig sexy werden. Ja gut, bin mal gespannt, wie weit wir jetzt kommen. Wenn wir das Federbein hier einbauen und die Gabel hier, können wir ja theoretisch schon die auf die Enduro-Felgen, die hier sind, packen. Und dann können wir das ganze Ding rollen und bewegen und sind viel leichter dabei, daran rumzuschrauben und zu arbeiten. Aber ja, packen wir aus, oder? Ja. Hier liegt ja noch das ganze andere Zeug. Ich sag dir, das ist heute wie Weihnachten. Das ist bestimmt nochmal verpackt, oder? Nee, so. Womit fangen wir an? Federbein, oder? Ja, let's go, let's go. Sieht das geil aus? Guckt euch das mal an. Komplett schwarz und natürlich die Feder selber in Rot. Ist das jetzt ein komplett neues oder ist das überarbeitet? Das ist das gleiche, gepulvert und überarbeitet. Das heißt, Fährte abgestimmt, weil ich die Karre auf Supermoto fahren werde. Das heißt, vorher war es sehr weich, jetzt ist es härter. Ein Supermoto-Federbein und genau das gleiche natürlich mit der Gabel. Aber ich freue mich erstmal richtig, sieht mega geil aus. Voll, oder? Auf jeden Fall. Sieht ein bisschen aus wie bei meiner R6, das Federbein. Haben wir hier einen Vergleich? Nee, ne? Doch drüben steht doch eine neue, oder? Da steht eine neue, ja. Kommt mal mit, hier steht nämlich eine neue. Guck mal hier, schon mal so ein geiles Federbein gesehen. Der ist sexy, oder? Ich wollte gerade mal hier ran, kurz gucken. Kann man das ein bisschen sehen? Von da? Ja. So ist das standardmäßig. Also weiß. Weiß und halt silber. Ne? Du musst hier oben achten. Den Teil sieht man ja dann. Das, was silber ist, ist jetzt alles schwarz bzw. rot. Das finde ich, geil. Wird halt so hochwertig nochmal aussehen. Dankeschön. Das war's schon. Lass dich nicht weiter stören. Und das wird jetzt quasi hier eingebaut. Ne? So ungefähr. Das ist halt schon, das wird sexy. Das ist richtig geil. Wann wird die fertig? Ich will die unbedingt fahren. Das wird halt dauern, ne? Mit Felgen. Ich habe mir jetzt Felgen gekauft. 10 Tage stand da nach Überweisung. Das heißt, in 2 Wochen oder so kommen die Felgen. Okay. Wenn wir es hinkriegen, glaube ich, 3-4 Wochen oder so. Aber ich muss sie auch noch legal eintragen lassen und so weiter. Ne? Okay, alles klar. Das heißt, es dauert. Wir lassen das Federbein mal hier liegen und gehen sogar rüber. Ich sehe schon, das wird so geil. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, Emsel, wie du die Gabel findest. Jetzt. So. So, es geht los. Schwarz. Schwarz, schwarz. Boah, ich muss unten, du darfst es unten noch nicht filmen. Das ist das Besondere. Oh, ich glaube, ich habe kurz. Junge, wie bläut ihr die denn so ein? Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich glaube, das geht so mit dem Hitzeverfahren. Aber das sieht ja mal richtig geil aus, oder? Das wird richtig lecker. Vor allem dieses Blau in Verbindung zum Rot. Das ist echt sexy. Wir haben hier den Fuß in Schwarz. Wir haben oben in Schwarz. Vorher war das ja auch alles Silber. Ja.
Das heißt, wir haben das quasi Blackout jetzt. Wow. Wortwitz. Oh, ja, geil. Das sieht jetzt schon so schön aus. Also gerade dieses Blau, ne? Wir haben hier auch nochmal einen Verlauf drin. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Warte mal. Unten ist es ein bisschen dunkler und oben ist es ein bisschen heller, ne? Warte mal, ich muss mal kurz den manuellen Fokus machen, dann kriegen wir das vielleicht hin. Man sieht schon, dass es oben heller ist, ja. Ne? Oben wird es ein bisschen heller. Ja. Uff, kann ich dazu nur sagen. Also das ist echt noch schöner als erwartet. Also vielen Dank nochmal an Marc von ORS Suspension. Und die zweite Nummer, die ist jetzt dann pink. Genau. Also wenn das nicht absolut geil aussieht. Jetzt müssen wir alles einbauen, ne? Wollen wir einen Zeitraffer oder? Wir haben auf jeden Fall Zeitraffer, aber das ist ja noch gar nicht fertig, ne? Hier fehlt ja noch was, oder? Oder, nee, das kommt hier rein, das wird, ne, da reingesetzt hier, glaube ich. Da, genau. Das ist nicht so wichtig, das einzubauen. Das habe ich bei der 6 schon gemacht. Ja, das würde eigentlich, ich würde sagen, Zeitraffer, ne? Ja gut, ich würde sagen, ihr kriegt ein paar Cinematic Shots. Ja. Und hier gibt es einen schönen Zeitraffer. Das Fahrwerk ist drin. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben noch ein bisschen länger gebraucht, weil wir hier oben, und mit wir meinte ich nicht mich, das Gewinde nachschneiden mussten mit so einem Gewindeschneider, weil leider Pulver da drin war. Deswegen haben wir halt hier mit einem M8 Gewindeschneider nochmals Gewinde nachgeschnitten und sozusagen das Pulver und so weiter rausgeschoben oder rausgezogen, rausgekratzt. Passt jetzt und sieht so geil aus. Also ich freue mich echt. Ich hätte gedacht, es sieht cool aus, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so gut passt. Vor allem hier mit dieser schwarzen Gabel, das Rot, hier auch das Rot noch von Suspension passt super gut dazu. Dann hier unten einfach die schwarzen Gabelfüße und natürlich das blaue Tauchrohr. Sieht wahnsinnig geil aus. Also da hat Untal Racing Service eine richtig, richtig, richtig geile Arbeit gemacht. Ich finde, es sieht klasse aus und vielen Dank nochmal, dass ihr mir die zugeschickt habt. Ich bin natürlich gespannt, wie sie sich fährt, weil die halt, wie gesagt, auch auf Supermoto aktualisiert wurde. Das heißt, neue Federn da drin, anderes Öl, glaube ich. Da bin ich jetzt nicht so der Experte, aber es wird sich wahrscheinlich ein bisschen härter fahren und mehr Spaß machen. Sieht natürlich auch lustig aus, dass jetzt Enduro-Reifen drauf sind, aber ich habe die Supermoto-Felgen noch nicht und die stehen jetzt hier, damit wir das Motorrad erstmal bewegen können. Vorher mussten wir das ja immer hin und her heben. Und, was ich noch sagen wollte, die goldenen Schrauben, das sieht doch wohl wahnsinnig geil aus, oder? Also diese goldenen Schrauben sind super geil, das sind Titanschrauben. Passen sehr geil zu dem Mattschwarz, passen sehr geil zu dem Rot hier oben. Ich drehe das mal. Ne? Sieht einfach richtig geil aus. Das heißt, sie sind hochwertiger, stabiler und vom Design und vom Look natürlich auch wahnsinnig geil. Also da vielen Dank nochmal an 4 Custom Composites. Die beiden sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Checkt die gerne mal bei Instagram aus. Vor allem, weil es für die Schrauben auch hin und wieder mal ein Gewinnspiel gibt. Da könnt ihr die Dinger gewinnen, denn so Titanschrauben, die einzeln gefräst sind, sind natürlich nicht ganz so billig. Deswegen schaut da gerne vorbei, schaut gerne bei Untal Racing Service oder ORS Suspension auf Instagram vorbei, auch unten in der Beschreibung verlinkt. Als nächstes kommt dann hier Lenker, Spiegel versuchen wir schon dran zu machen, Griffe und das ganze Gedöns und dann kommt natürlich die Elektronik, davor habe ich jetzt schon Angst.
bin mal gespannt, wie weit wir nächstes Mal kommen. Ich finde, jetzt haben wir schon echt einen richtig dicken Step gemacht. Emsel, vielen Dank nochmal dafür. Die Jungs hier echt eine große Hilfe, weil gerade wenn es an Gewinde schneiden oder hier und da aufdrücken, ziehen, bestimmte Sachen, Schrauben geht, da brauche ich einfach Hilfe. Also Jungs, dickes Dankeschön nochmal an euch. Ja. Vielen Dank für die Hilfe. Und ja, mehr gibt es in dem Video eigentlich nicht zu sagen. In 2 Tagen kommt das nächste Video. Bis dahin, macht's gut, peace und haut rein, ihr Landratten.